Zweiter Teil vom slowenischen Bauerntanz, der ist in B-Dur. Erste Reihe. Wir beginnen in der Grundstellung. Vierte Finger ist schön oben, gell? Schaut euch die Sachen gut an, die musikalischen Grundlagen. Die sind immer ganz, ganz wichtig, die Lagen, gell? Wie gesagt, wir sind jetzt oben auf der Grundstellung. Erste Reihe, B-Dur. Wir beginnen in Drücken. Ist ein Verkehrter. Da bleiben wir liegen. Ziehen. Den machen wir nochmal. So großer, drücken kleiner. Mhm. Und von vorne Zug. Spielen wir einstimmig. Und jetzt passt auf. Das ist einmal der Abschluss auf der ersten Reihe. Gell? Das ist ein Gabelgriff. Und das ist der Kreuzgriff. Genau, und jetzt spielst du ein bisschen schneller noch. Hoppala! Aber jetzt geht's wieder dahin. Einstimmig. Und der Abschluss. Genau. Und den brauchen wir auch noch, gell? Das ist der Orientierungston. Weil jetzt kommen wir dann wieder um in den ersten Teil. Den haben wir schon gemacht. Genau. Die Ideen, ja, nicht vergessen. So, dann, das war jetzt der zweite Teil vom slowenischen Bauerntanz. Wenn ich hinter einen ein bisschen vergorgelt, seid ihr mir nicht bei, es ist anders schwer, ganz langsam spielen und dazu reden auch noch. Okay. Ich versuche so wenig wie möglich zum Reden, aber seid ihr mir nicht bei, bitte. So, dann freue ich mich schon aufs Trio oder einen C-Teil.